Also Sebastian, was ist mit dem Peppermint? Ja, das eröffnet jetzt am 13.11. endlich mal wieder. Wir hatten ja erstmal Startschwierigkeiten, weil wir ja noch ein bisschen umbauen mussten, so wie die Personaltoilette und so. Und jetzt haben wir dann gesagt, renovieren wir noch ein bisschen mehr. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Warum interessiert dich ausgerechnet diese Musikkneipe, wieder mit Leben zu erwecken? Ja, das ist auch wieder etwas Kulturelles, so wie auch beim Sasa, und Kultur mag ich. Das ist jetzt ein bisschen links- und punkmäßig, und da wir ja auf St. Pauli auch sind, mit zwei Bierständen aktuell im Millerntor, habe ich gesagt, das passt dann super. Ja, ein kleiner Einblick hier ins Peppermint. Wie man sieht, sieht es noch ein bisschen nach Party aus. Wir haben ein bisschen mit unseren Bauleuten gefeiert. Der Tresen wird jetzt demnächst verschwinden, da wir gesagt haben, logistisch gesehen ist es besser, wenn es dorthin kommt, wo die Küche mal war. Das wird jetzt in 14 Tagen alles umgebaut. Dort wird dann das Lager sein und die Bar, das heißt, die Bar ist dann größer. Die Bar verschwindet, wenn die verschwunden ist, kommen die ganzen Sitzmöbel noch ein Stück weiter nach vorne. Der DJ kommt ganz hinten in die Ecke, sodass man auch die Möglichkeit hätte zu tanzen, wenn man möchte. Und ansonsten bleibt das ja vom Konzept her, wie es war. Und die Toilettenkästen werden eben halt auch nochmal modernisiert, aber nicht die Toiletten selber, weil die Aufkleber, die da drauf sind, sind Kultur und legendär. Kann man denn auch wieder kickern, wie man es kennt aus dem Peppermint? Ja, der Kicker soll auch demnächst wieder rüberkommen. Wir haben schon mit demjenigen gesprochen, der den momentan aufbewahrt hatte. Durch Corona hat man den rausgenommen, damit man eben halt mehr Platz hat für die Leute. Und jetzt wurden ja alle Einschränkungen aufgehoben, sodass man unter 3G ganz normal öffnen kann. Und dann wird auch der Kicker wiederkommen. Und wann willst du immer öffnen? Wir wollen jetzt ab dem 13.11. ab 20 Uhr öffnen und dann von Montag bis Sonntag ab 20 Uhr und dann mal schauen, Open End, wie sich's lohnt.